Wow. Alter. Das war geil. Huch. What the hell was that? Thomas, I'm at the library. Where are you? Rosa, be quiet. Huh. Hey, Smithy. Johnson, wait up. Rosa, are you still there? Very few people can tell me to shut up and get away with it. Sorry, I'll be there in a couple minutes. Hurry. I have a feeling I'm not alone here. Puh, also das war doch einmal Action geladen, würde ich mal sagen, dieses Kapitel. Und ich sag mal, wir setzen das Spiel gleich fort. Interner Bericht 403, Verbrechenswelle bei der Polizei. Zusammenfassung, interne Statistiken verzeichnen einen Anstieg der Verbrechensrate. Unter den Beamten ist die Kleinkriminalität um 64%, häusliche Gewalt um 114% gestiegen. Der Bericht liegt noch nicht vollständig vor, doch der Anstieg scheint auf Beamte beschränkt zu sein, die in den Gebieten eingesetzt wurden, die von der letzten Verbrechenswelle betroffen sind. Tja, alle drin. Durch, alle werden verrückt. So wie die. Was machen die? Was ist das? Alter, wie grün dich? Alter, wer habt nochmal? Rosa finden. Schon krank irgendwie das Spiel. Nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr viel. Aber schön, dass ich endlich aus dem Irrenhaus draußen bin. Brecheisen benutzen. Ich brech gleich. War schön ruhig hier wenigstens. Die Frage ist, bleibt das so ruhig? Und diesen toten Vogel. Ich traue mich doch wetten, wenn ich jetzt hier durchgehe, löse ich einen Alarm aus. Und dann kommen die. Und ich habe auch keine Waffe. Schön. Darum gehe ich da mal nicht durch. Ach so, Gott sei Dank. Kuching! Kachung! In the face! Jingle bells, jingle bells, jingle all the ways. Kollegen. Jingle bells, jingle bells, jingle all the ways, always funny. Fahrstuhlmusik nennt man sowas. Okay, hier sollte ein Feuerlöscher stehen. Hier steht aber keiner. Leute, wisst ihr, was mich beunruhigt? Dass ich hier nicht einmal noch eine einzige verschissene Waffe gefunden habe. Das beunruhigt mich am meisten. Ich meine, okay, gut. Kann vielleicht sein, dass keine Gegner da kommen dann, aber... wenigstens irgendwas zum Verteidigen. Ich meine, ich habe einen Huda-Fuß, aber... ob mir der so weiterhilft? Da ist zu. Da ist auch zu. Nimm einen Drucker mit, ha? Als Verteidigung. Thomas! Thomas, over here! This might not have been a good idea. Squatters and addicts have moved in,
and they don't like company. Come this way. I have something to show you. I used my security clearance to do a little checking up on you. I found this folder in your supplemental personnel file. Öffnen Sie die FBI-Akte. During your last physical, they found several abnormalities. For starters, your bone and muscle densities are off the chart. You have a reputation for being tough, but who knew? You also have a hyperactive serotonergic system in the brain. What that means, I have no idea. And lastly, there's a chest x-ray that's been redacted. Redacted? Yeah, right where your esophagus and larynx are. Someone's blacked out the x-ray and added the notation, see subjects PR56. A PR56 is a special addendum to a personnel record, and yours is classified black. That's pretty top-level security, way beyond either you or me. Our government is awfully interested in you. I didn't know. Well, now you do. Maybe I shouldn't have told you, but there it is. Oh, and I also left something there on the counter for you. Popular modification to the standard taser. Super taser. Das bist du. Jeez, Thomas, you okay? You looked like you were about to faint there. Come on, let's get this over with. Scavengers looking for parts to sell, or just maniacs destroying things. We have to find a terminal that isn't damaged. Hello. Unbeschädigten Computer. Looks like someone left the master key in the lock. You search this office. I'll take that one over there. Look for a computer that's in working order. Nett. Nö. Da habe ich wohl Halluzinationen mit meinem Thomas, ne? Und das nicht gerade wenig. You suck. I told you we weren't alone. Come on, I found a working computer. Ich hätte mich jetzt schon fast getasert, Alter. Hang in there! It's a search engine specific to the library. Just type in the torturer's name, and we should get the latest info from the local news, including broadcast feeds. Damn it! Can anything else go wrong? We'll have to find the server room and get the network back. Hallo? Rosa! Rosa! Are you there? Rosa wird vermisst. Finde sie. Kannst du dich verlassen, Alter. Da kannst du dich drauf verlassen. Wenn es das Letzte ist in meinem Leben, was ich noch tue. Rosa finden. Gut. Ich guck nochmal hier rein. Da ist nix. Ich guck nochmal hierher. Da ist, geht nix. Da geht auch nix. Gut. Ist der einzige weg? Hier.
So, dann müssen wir mal hier aufmachen wieder. So, Exit to Menu, da wird wahrscheinlich nichts gehen. Ne. Super, jetzt hat er die Rosa entführt, Alter. Da geht nichts auf. Das ist gut. Da ist ein Vogel. Brecheisen. Ich breche auch gleich. Da ist eine Axt wahrscheinlich notwendig. This is Rosa. I'm out of the lab at present, but will return shortly. In an emergency, please use my authorized bureau cell number. Physical evidence received and stored. Oh. Das schlägt aber ziemlich geil an. Da ist das Telefon von der Rosa. Axt benutzen. Deine Typ hat doch gerade die Axt gehabt in der Hand. Aber der wahrscheinliche Zweck. Und was haben diese Augen eigentlich zu bedeuten? Alle fliegende Augen. Heißt das, I see you, I watch you, I will you? Keine Ahnung. Ist arg, wirklich. Also, ich muss euch wirklich ganz sagen, ehrlich, am Anfang. Na gut, das sage ich dann zum Schluss. Jetzt konzentrieren wir uns noch, dass wir die Axt bekommen. Und das, was ich jetzt sagen will, ich hoffe, ich merke es mal, sage ich euch dann zum Schluss. Da ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch keiner. Was? Eine kleine Schnittwunde. Okay, der feige Arsch rennt. Wie viel Muni? 6 Stück? Passt. Dann lasse ich den Schneider da. Da gibt es überall welche. Da werde ich wahrscheinlich eh nicht rauskommen. Ne. Shit. Ja, wie kann er mich durchs Regal treffen, Alter? So, Schrotte. Null Schuss. Axt. Ihr da nicht. Fick dich! Okay, dieser Super Taser ist geil. Der erledigt die fast alle mit einem Schlag. Und dann sind sie K.O., dass sie nicht mehr aufstehen können. Ficken!
null. Muss aufpassen, was ich jetzt mache, weil ich nämlich fast kein Leben mehr habe. Und das ist mein Problem. Aber bevor wir den letzten Axtschlag hier machen, werde ich eine kurze Aufnahmepause machen, meine Freunde. Ich hoffe, das Spiel hat euch wieder gefallen. Genau, was ich zum Schluss noch eigentlich sagen wollte, ist, dass mich dieses Spiel eigentlich am Anfang, ja, wie soll ich sagen, eigentlich überhaupt nicht in den Bann gezogen hat. Aber mittlerweile, es ist, ja, ein Zwischending zwischen Action und nicht so richtig Psycho-Horror, aber doch Horror, weil du nicht weißt, was jetzt genau passiert, sage ich jetzt einmal, in den nächsten Sekunden. Du hast teilweise diese vagen Erinnerungen, diese Psycho-Scheiße in deinem Kopf, sage ich jetzt einmal, ja. Diese Visionen, krank einfach nur, ja. Und ich muss sagen, mittlerweile, mir gefällt das Spiel eigentlich ziemlich gut. Und ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Und zwar habe ich mir gedacht, das sehe ich mir bis zum Schluss auf. Jo, Freunde, den letzten Axtschlag machen wir in der nächsten Aufnahmepause. Dann gehen wir hinein und finden hoffentlich Rosa lebendig. Ich habe nämlich Angst, dass wir uns nicht mehr lebendig finden und dass uns dieser Mord auch noch in die Schuhe geschoben werden sollte. Aber jo, das erfahren wir alles in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.